Bitte. Zuhälter sagen. Eneos, Eneos, du hast Batterie. Eneos, Eneos, die Herr mit der Marie. Eneos, Eneos, die Rastwatterie. Eneos, Eneos, die Herr mit der Marie. Sie ist so jung, sie ist so lieb, die Tutlung, die sind geil. Seit kurzem gehört das Marl mir und ich biet sie feil. Für neue, da krieg ich mehr Geld, für neue kriege ich immer. Der Export aus dem Osten, das ist ein echter Bringer. Und dass sie ja bei mir bleibt, ja darauf lege Wert. Weil ich sie beschütze Tag und Nacht, ja weiß es sie so gehört. Damit sie schön daheim bleibt, boah, ihr passt gleich weg. Ja, die jungen Weiber, die sind der letzte Dreck. Und eine aus der Rastwatterie. Eine aus der Herr mit der Marie. Eine aus der Rastwatterie. Eine aus der Herr mit der Marie. Auch wir Grünen, wir grünen Frauen unterstützen ganz selbstverständlich die Anliegen, dass Sexarbeiterinnen Rechte erhalten, dass sie nicht mehr stigmatisiert werden und dass die verlogene Politik, die stattfindet, ein Ende hat. Denn Prostitution findet statt, entweder legal oder illegalisiert, entweder sichtbar oder nicht sichtbar. Entweder wir schaffen Rahmenbedingungen, die für die Frauen sicher sind, wo sie ihre Rechte haben, wo sie einer Arbeit nachgehen können, oder die Frauen werden kriminalisiert und verdrängt, und das ist die Verlogenheit der Politik. Nach wie vor nicht die gleichen Rechte wie anderen Erwerbstätige. Gleichzeitig sind sie aber registrierungspflichtig, sie müssen sich wöchentlich auf Geschlechtskrankheiten untersuchen lassen und sollen Steuern zahlen. Die Rechtlosigkeit von Sexarbeiterinnen verstößt gegen jede Auffassung von gesellschaftlicher Gleichstellung und Gleichbehandlung, gegen internationale Konventionen zum Schutz der Rechte von Frauen und von Migrantinnen und gegen die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Die gesellschaftliche Realität der Sexarbeit ist weiterhin tabuisiert. Die Industrie, in der sie eingebunden ist, wird ausgeblendet. Dazu gehören gewinnbringende Wirtschaftszweige wie die Gastronomie, Hotels, Immobilienfirmen, Taxiunternehmen, Zeitungen und Zeitschriften, die Erotikindustrie oder der Tourismus. Während die Sexindustrie legal und im wirtschaftspolitischen Leben fest verankert ist, sind Sexarbeiterinnen weiterhin mit Vorurteilen und gesellschaftlicher Abwertung konfrontiert. Diese Doppelmoral ist Ausdruck der Scheinheiligkeit und Verlogenheit unserer patriarchalen Gesellschaft. Hey Wichser, nimm deine Hand aus meinem Ausschnitt. Du hast noch nicht bezahlt. Nein, bleib. Ich brauch das Geld. Blasen 40, ficken 70, anal 100. Alles mit Gummi. Nein, bleib. Blasi, Blasi und Popo ficken 50. Okay? Mach schnell. Hab gehört, dass die Österreicherinnen nicht beschnitten sind. Alles noch dran. Schamlippen, Klitoris. Gestern war ich noch ein Mensch fürs Leben bereit. Heute bin ich Mitarbeiterin in Europa. Wir fordern für die Sexarbeiterinnen eine verständliche, klare Regelung der Prostitution, ein Ende der Sittenwidrigkeit, vollen arbeits- und sozialrechtlichen Schutz, ein freiwilliges, kostenloses Gesundheitsangebot, Respekt und Akzeptanz und nachhaltige, passgenaue Beratungsangebote. Unbekannter Mann, da ich dich nicht kenne, ist auch gar nicht schwer, mir auszumalen,
nicht mit der Wehr, mir auszumalen, wie es mit der Wehr